In Zukunft wird es auch wichtig sein, wie wir unsere Straße, unsere analoge Infrastruktur digitalisieren, also digitale Services anbieten, die auch direkt mit den Fahrzeugen kommunizieren. Das ist schon für den Verbrenner wichtig. Das wird unter Umständen auch für die elektromobilen Fahrzeuge wichtig sein, auch für Hybridfahrzeuge, weil ich durch gewisse Infrastrukturinformationen, zum Beispiel an der Ampel, die ich an das Fahrzeug sende, meinen gesamten Antriebsstrang etwas optimaler steuern kann. Natürlich wird es auch einen Übergang zum automatisierten und autonomen Fahren geben, was ja auch ein wenig mit Elektromobilität zusammenhängt, weil ich da neue Fahrzeugkonzepte realisiere.